Lane position 2, Gordon. Lane position 3, Gordon. Go to the stop. Ready. The second heat in these rubber charges meets men 1500 meter on the ice number 111, Menderes Erin from Turkey. Number 110, Mark Vilsen from the Netherlands. Number 33 from Australia, Pia Boda. Wait there, go 13, cut that line right there. Roberto Bukitis. So annoying. Number 132 from New Zealand, Jason Clark. Oh. Number 179 from Norway, Einar Akkerstein. Number 86 from Great Britain, Paul Stanley. In the Norway to go. The current leading position. Kinders Aaron from the Turkish team. Yeah. Geht Mark Vilsen mal ganz locker lässig an Menderes Erin vorbei, setzt sich hier an die Spitze, noch der Alex mit beiden Armen auf dem Rücken, auch in der Kurve, das sieht noch sehr entspannt aus bei Mark Vilsen. Jetzt kommt der andere von Roberto Bukitis. Roberto Bukitis now in the current second position. Right. And Pia Boda, the young man from Australia, the first three will qualify for the rubber charge semi-finals. Also die ersten drei qualifizieren sich ja für die Hauptfinale hier bei den Herren. Und die ersten drei sind im Moment Mark Vilsen, Roberto Bukitis und Pia Boda. Aber Paul Stanley in lauer Position auf der vierten Position. Wartet, wann kann er hier vorbeigehen an Pia Boda? Und da ist es passiert. Paul Stanley in der third position. Now we have the first three. Mark Vilsen, Roberto Bukitis und Paul Stanley. And unofficial winner Mark Vilsen, second Roberto Bukitis.